Personal auf. Ja, hier, dieses Mädchen läuft mit einem Foto und hier steht, dass sie zur Adoption freigegeben wurde. Brief ist total angekokelt. Deswegen kann man die Anrede nicht mehr erkennen. Das ist wahrscheinlich bei dem Brand in Arnos Haus passiert. Ja, möglich. Kein Hinweis auf Absender oder Adressat. Ja, aber was würde das denn bedeuten, dass Arno sein eigenes Kind weggegeben hat? Ja, zumindest liest es sich so. Hier steht: Wir sind froh und unendlich dankbar, dass Sie uns Ihre Tochter Bella anvertraut haben. Glaubt ihr, Arno würde seine eigene Tochter zur Adoption freigeben? Ganz verstehe ich das auch nicht. Ja, wir können ihn ja auch nicht mehr fragen, denn er ist ja nicht mehr da. Er fehlt mir so. Er fehlt uns allen. Alles klar, Olli? Was hat das alles zu bedeuten? Oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Guck dir die an. Irgendwie seltsam, sich vorzustellen, dass die beiden mal ein Paar waren. Ja, ist doch irgendwie seltsam, in Sachen von Toten rumzuwühlen. Ja, gerade deshalb können wir es Charlie nicht zumuten. Sie hat mich schließlich drum gebeten. Naja, vielleicht finden wir ja noch ein paar spacige Anzüge aus den 70ern. Ja, oder noch mehr seltsame Hinweise auf suspekte Familienkonstellationen. Du denkst immer noch über diesen Brief nach? Ja. Und das Foto. Ich meine, das ist doch alles mehr als merkwürdig. Du glaubst doch jetzt nicht wieder, dass an diesem Hinweis von Arno irgendwas dran ist, dass du eine Schwester hast. Du hast Charlie doch geglaubt, dass Arno das in irgendeinem verwirrten Zustand geschrieben hat. Ja, schon, aber ich habe trotzdem ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich an Charlies Todesblick denke, bevor Arno ihre Version bestätigt hat, ist... Und wieso war dann in Arnos letzten Brief an dich kein Hinweis mehr auf irgendeine Schwester? Und vor allem, wieso sollte bei Arno irgendein Foto von ihr rumliegen? Genau das ist das Rätsel. Olli, selbst wenn du eine Schwester hättest, dann wäre sie in einer ganz anderen Zeit geboren, als deine Familie und Arno noch gar nichts miteinander zu tun hat. Keine Ahnung, was da wie zusammenhängt. Wenn überhaupt irgendwas zusammenhängt. Charlie müsste es wissen. Ja. Charlie wird dir vor allem nichts verschweigen. Guck mal. Tada! Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich macht es einfach keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken. Ja. Arno kann mir eh nichts mehr beantworten. Ich gehe da mal unten gucken, ob da noch mehr Sachen sind. Kommst du mit? Ich mach hier weiter. Tja. Was ist denn los? Das hier ist das Gerümpel von Generationen von WG-Mitbewohnern. Und ziemlich gruseliger Staub. Ja. Oh, danke. Und? Irgendwas Heißes dabei? Nein. Jedenfalls keine silbernen Plateauschuhe oder Wasserpfeifen, falls du das meinst. Schade. Ist wahrscheinlich alles bei dem Brand draufgegangen. Mhm. Nur Arnos gesammelte Sakkos aus den letzten Jahren, inklusive Mottenlöchern. Jetzt pass doch mal auf. Oh, tut mir leid. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Olli. Olli, kannst du mir jetzt mal sagen, was mit diesem Glas ist? Voila. Hatten wir das Ding nicht in die letzte Ecke von unserem Schrank gestopft? Auferstanden aus Ruinen. Ja, und hässlich. Ist es nicht, aber darum geht's auch gar nicht. Und warum dann? Guck mal. Ja, was? Oben links in der Ecke neben dem Apfel. Ein Fleck. Christian, das ist kein Fleck, das ist ein Erdmännchen.
dieses Baby auf dem Foto und ich, wir hatten das gleiche Kuscheltier. Es gibt also doch eine Verbindung zwischen uns. Das ist also das gleiche Erdmännchen? Ja. Und was ziehst du jetzt für einen Schluss daraus? Dass das Baby auf dem Foto doch meine von Arno erwähnte Schwester sein kann. Um wie viele Ecken muss ich denken, um diese Möglichkeit zu erkennen? Zugegeben, es ist kompliziert, aber es ist nicht unmöglich. Aber total unlogisch, Olli. Wir waren uns doch schon einig, dass eine Verbindung zwischen deiner Familie, Arno und Isabella überhaupt nicht sein kann. Deine Familie kannte Brandners überhaupt nicht. Und warum hatte dieses Baby dann das gleiche Kuscheltier wie ich? Weil viele Eltern ihren Kindern Kuscheltiere schenken? Das ist ein Massenprodukt, ein Zufall. Ach, Christian, das ist mir ein Zufall zu viel. Kurz vor seinem Tod spricht Arno plötzlich von meiner Schwester. Dann taucht ein Brief auf, in dem von Adoption die Rede ist. Und jetzt auch noch ein Foto, in dem Lumpi auf dem Regal steht. Lumpi? Ja, ein sehr süßer Erdmännchenname, wie ich finde. Und jetzt? Jetzt werde ich rausfinden, wie das alles zusammenhängt. Was hatte Arno mit diesem Baby zu tun? Wer sind seine Eltern? Und vor allem, wer ist Bella? Okay. Ja, gut. Dann danke. Bis bald. Ja, und? Susanne Brandner konnte eindeutig bestätigen, dass Arnos Frau Iris zu dem Zeitpunkt weder schwanger war, noch ein Kind zur Adoption freigegeben oder weggegeben hat. Was zu erwarten war. Christian, du tust so, als hätte ich komplett einen an der Klatsche. Und jetzt hör mal zu, so wie du dich im Moment... Ja, klar, was gibt's? Okay, ich sag's einfach. Ja, tu das. Ich kann ab nächste Woche nicht mehr bei dir arbeiten, weil ich meine Ausbildung bei LCL beginne und ich habe das total verplant, es dir früher zu sagen. Ja, ist natürlich schade, dass wir dich hier verlieren, aber das kriegen wir schon hin, keine Panik. Danke. Und viel Erfolg für den neuen Job. Ich hoffe, es ist das Richtige für mich. Also, ich mache aber weiter. Leonie? Ja? Du, ganz kurz, es geht um Arno. Hat er vielleicht irgendwann mal was angedeutet, dass er ein Kind zur Adoption freigegeben hat? Was? Ja, ich weiß, das klingt bescheuert, aber irgendwas in der Richtung. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass Opa sowas gemacht hätte. So denn? Vergiss es einfach dann. Okay. Sie hat recht, das passt nicht zu Arno. Pass auf, ich hab's. Warum rufst du nicht einfach deine Mutter an und fragst sie, wer dir dieses kleine, dieses komische Erdmännchen da geschenkt hat? Das ist ausnahmsweise tatsächlich eine gute Idee. Hallo Mama, ich bin's. Ja, alles gut. Du ganz kurz nur. Erinnerst du dich noch an Lumpi? Genau, mein kleines Erdmännchen. Hast du mir das damals geschenkt? Nein. Wer war das denn dann? Du, Mama, danke. Ich melde mich wieder. Ja, Grüße auch von Christian. Ciao. Es war Charlie. Charlie hat damals schon das Kind gekannt, sonst hätte sie ihm nicht das gleiche Kuscheltier geschenkt wie mir. Vielleicht, Olli, aber vielleicht... Keins aber! Christian, dieses Mädchen ist vielleicht wirklich meine Schwester. Olli, kannst du dich jetzt mal bitte wieder beruhigen? Nein, das weiß ich nicht. Entweder meine Mutter oder mein Vater. Einer von beiden ist fremdgegangen und Charlie hat davon gewusst. Olli. Wahrscheinlich ist sie deswegen so überstürzt abgereist, damit sie mir keine Antworten auf meine Fragen geben muss. Aber sie hat etwas gewusst. Christian, da draußen läuft vielleicht irgendwo meine Schwester rum. Da kann ich hier doch nicht untätig rumsitzen. Hörst du eigentlich noch, was du da redest? Was ist denn das? Irgendjemand von deinen Eltern ist vielleicht fremdgegangen. Dabei ist ein Kind entstanden, was irgendwie Arno kannte. Der es aber zur Adoption freigegeben hat. Und Charlie wiederum hat davon gewusst, aber hat es dir verschwiegen. Was ist denn das für eine Konstruktion? Und das in irgendein Babyfoto und irgendein Lumpi da drauf? Oh, bitte. Ach, Olli. Pass auf, dass du dich nicht verrechnest, wenn du die ganze Zeit nur an deinen Lumpi denkst. Ach, Christian, du nimmst mich nicht ernst. Doch. Ich mach dir jetzt erstmal Kaffee. Hey, Christian. Ah, hey. Danke. Hallo, Olli. Hey.
Ich mache hier gerade die Endabrechnung für Leonie fertig. Ja, ich habe schon gehört. Wirklich schade, dass sie geht. Mhm. Hey, was ist das denn? Bist du das? Nee. Aber, Ja? Findest du, dass es mir ähnlich sieht? Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Naja, doch, vielleicht so um die Augen. Wieso? Nur so. Wer ist denn das süße Ding? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Olli, wieso hast du ein Foto von dem Baby, das du nicht kennst? Schwer zu erklären. Hier, fertig. Danke. Okay, dann bis später. Bis dann. Tschüss. Nicht lassen. Ich spüre einfach, dass da was dahinter steckt, was mit mir zu tun hat. Was hat Charlie denn gesagt? Nichts, sie hat ja noch nicht mal ihre Mailbox eingeschaltet. Sie ist ja auch an der Nordsee, um sich zu erholen. Da ist man nicht die ganze Zeit erreichbar. Oder sie will schlicht und einfach nicht mit mir reden, weil sie genau weiß, was ich sie fragen will. Olli, ich verstehe, dass du durcheinander bist, weil diese ganze Sache ziemlich komisch ist. Aber wir wohnen seit Ewigkeiten mit Charlie Tür an Tür und ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die dich jahrzehntelang belügt. Das ist nicht unmöglich. Olli, nichts ist unmöglich. Aber gehen wir mal einen Moment davon aus, dass die Sache wirklich so ist. Dann würde sie dir jetzt auch nicht die Wahrheit erzählen, nur weil du ihr irgendwas von so einem Erdmännchen erzählst. Gut, dann muss es eben einen anderen Weg geben, rauszufinden, wer und von wem dieses Baby ist. Und welchen? Willst du jetzt vielleicht ein Labor beauftragen, der den Brief auf DNS-Spuren untersuchen lassen? Nein, aber... Ja? Christian, wenn es einen Brief gibt, dann muss es auch einen Umschlag geben. Arno hat alle Briefe in Umschlägen aufbewahrt. Ja, und? Ja, vielleicht hat er diesen Umschlag ja noch irgendwo in seinem Nachlass, in einer der vielen Kisten. Und du willst jetzt, dass wir den Kram durchsuchen? Ja. Und wenn es da was zu finden gibt, dann finde ich das auch. Hey. Hey, ich mach uns mal Tee. Jessie, hast du die ganzen Sachen durchgesehen? Ja, also ziemlich alles. Ist dir da vielleicht irgendein Umschlag in die Hände gefallen? Du weißt wegen dem Brief und dem Babyfoto? Du willst wissen, an wen er war. Genau. Tut mir leid, ich glaub, da war nichts dabei. Dann durchsuchen wir halt alles nochmal. Vielleicht hat Jessica ja irgendwas übersehen. Ja. Dann mal los. Warte mal. Was denn? Vielleicht brauchen wir den Umschlag gar nicht. Olli, was hast du jetzt schon wieder? Ich brauche einen Bleistift. Und wofür? Olli, schau her. Beim Beschriften des Umschlags müsste sich eigentlich ganz leicht die Schrift durchgedrückt haben. Auf den Brief. Genau. Und mit etwas Glück scheint hier gleich der Name des Empfängers. Wenn dieses Baby wirklich meine Schwester ist. Dann sehen wir gleich den Namen des Vaters oder der Mutter. Yeah.